Das hier ist ein Metallskelett und daraus entstehen Trickfilme. Wie genau, weiß Thomas Schneider-Trump, seines Zeichens Trickfilmmacher vom Trickfilmland in Frankfurt. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Wie entsteht denn so ein Trickfilm nun genau? Ich muss die Figur bewegen können, Bild für Bild, Schritt für Schritt, 25 Mal pro Sekunde. Und da entsteht eine Bewegung. Ich zeig's mal. Aha. Der Biber soll zum Beispiel winken. Ich habe die Arme bewegt, ich bewege den Kopf. Und jetzt kontrolliere ich diesen Schritt. Und man erahnt schon eine Bewegung. Aber ich muss die Bilder speichern, wie bei einem Daumenkino. Hier ist die Kamera, die das Ganze dann fotografiert. Ganz genau. Aha. Und jetzt kommt schon der nächste Schritt. Das heißt, da werden die Hände, die Arme, der Kopf immer wieder ein kleines bisschen mehr bewegt, oder wie? Teilweise nur Millimeter, vielleicht auch mal einen Zentimeter bewegt. Ich kann hier auch zum Beispiel den Mund öffnen. Und ich muss immer wieder kontrollieren, jeden Schritt kontrollieren. Und dann kann ich mir die Animationen sofort anschauen. Und dann wieder auslösen und fotografieren. Und dass das so im Millimeterbereich funktioniert, das liegt an so einem Skelett. Also da ist auch so ein Skelett drin, wie ich die Einzelne in der Hand habe, ja? Ganz genau. Das ist ein Hundeskelett. Hier ist es ein Biber. Aber man braucht ja noch eine Hülle, Muskulatur quasi und Haut. Und das ist hier in dem Fall Silikon. Jetzt können wir uns mal anschauen, wie es aussieht, die ersten Bilder, die Sie da gemacht haben. Ne, man sieht die Bilder unten durchklicken. Wie lange wird das dauern, wenn Sie jetzt 20 Sekunden davon produzieren möchten? Bleiben wir doch lieber mal, was wir generell so am Tag schaffen. Wir kommen bei 5 Sekunden raus. Wow, das ist eine Menge Arbeit. Wir sind hier in Ihren Studios. Sie bieten hier Führungen an, Sie bieten Workshops an. Wer kommt zu Ihnen? Familien kommen zu uns, Schulen kommen zu uns, Firmen machen hier ein Betriebsevent und wollen einfach mal eine tolle Zeit erleben. Und vor allem sehen, wie so ein Trickfilm entsteht. Was braucht man denn alles dazu? Ich brauche natürlich Figuren. Das sind ja die Schauspieler, die Stars unserer Filme und die Welt drumherum. Alles muss hier gebaut werden. Wir sehen hier Figuren aus dem Kinofilm, der Sandmännchen-Film, den Sie hier produziert haben. Das ist der Bösewicht. Wenn ich mir den jetzt gerade angucke, denke ich mir, der macht Wie schaffe ich es denn, dass der macht? Naja, ich mach mal. Man kann das Gesicht austauschen in dem Fall. Das Gesicht ist fest, ist nicht weich. Ich kann also nichts an der Mundform ändern. Ich muss etwas austauschen. Und zwar, wir sagen dazu, das sind Replacements. Nehmen wir mal die Zunge raus. Und jetzt bekommt er mal so einen grimmigen Gesichtsausdruck. So einfach kann es gehen. Wenn man selber einen Trickfilm zu Hause machen möchte, was braucht man dafür? Man braucht vor allen Dingen erstmal einen dunklen Raum. Ein Tisch, der mal wirklich tagelang unberührt von den Eltern stehen bleiben kann. Ein gutes Stativ und dann ansonsten viele Ideen und viel Ausdauer. Und ein ruhiges Händchen. Ein ruhiges Händchen. Wenn man Sie hier besuchen möchte, was kostet das? Wann ist das möglich? Es gibt öffentliche Termine, wo man an Touren teilnehmen kann. Das kostet 13 Euro. Man kann Kindergeburtstage feiern. Einfach mal auf die Webseite gehen. Trickfilmland.de. Das genau. Ist die Webseite. Ja, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken, dass wir mal Ihnen über die Schulter schauen durften. Sehr Herr Schneider-Trump, danke Ihnen ganz herzlich. Also so entsteht ein Trickfilm. Haben wir wieder was gelernt. In diesem Sinne, schönes Wochenende.